Aloha, ich bin's, Claudius Fabig von Blue Hawaii. Und ich habe mal in einer kleinen Drehpause einen kleinen Schluck frisches Bergquellwasser getrunken. Ich bin hier am wundervollen Lake Tahoe in Nevada. Nevada ist ja ein Bundesstaat, wo das Spielen erlaubt ist. Und deshalb erschließt sich hinten am Ende des Sees auch eine kleine Spielerstadt, wo man Geld verlieren kann. Natürlich mit ein bisschen Glück auch gewinnen. Und wir sind ja hier in den USA, in den Sonnenstaaten unterwegs, von Hawaii bis nach New York City, um unsere Sonnenstudien zu präsentieren. Da geht es überwiegend darum, dass Sonne hauttypengerecht und maßvoll und wenn man den Sonnenbrand vermeidet, nur gesund ist. Natürlich, wenn man die Augen schützt. Warum mache ich das? Ich bin in der Sonnenbranche seit vielen Jahren, ich sage jetzt nicht Jahrzehnten, sonst komme ich mir so alt vor, seit vielen, vielen Jahren tätig und habe mit sehr vielen erfolgreichen Unternehmern in der Sonnenbranche zu tun, mit Betreibern von Fitnessstudios, die Sonnenbänke haben, mit Sonnenstudiobetreibern, aber auch Kosmetikerinnen, die die biopositiven Effekte der Sonne kennen. Auch einige Hautärzte sind dabei. Und gleichwohl höre ich immer wieder und permanent, fast täglich, ganz klar, weil ich in der Branche arbeite, hör mir auf, Sonne ist doch nur schädlich, Sonne ist ungesund, Stichwort Hautkrebs. Und dann bringe ich so Beispiele wie Leeds University hat bereits 2009 veröffentlicht, dass wer regelmäßig in die Sonne geht, dass diejenigen, die regelmäßig in die Sonne gehen, das Hautkrebsrisiko dramatisch reduzieren. Das wurde, wie gesagt, schon 2009 veröffentlicht und das ist nur eine Studie von Hunderten, die ich zusammengetragen habe und die Sie übrigens auch nachlesen können und auch als Kurzvideo anschauen können unter bluehawaii.de. Ich mache das natürlich, weil es zum einen zu meinem Geschäft gehört, zum anderen, weil ich aber auch viele Kunden habe, die damit Geld verdienen. Ist doch klar. Und das Geldverdienen wird ihnen schwer gemacht, indem Gerüchte in die Welt gesetzt werden, dass Sonne grundsätzlich schädlich ist. Und das ist grundsätzlich falsch. Wäre die Sonne nicht überlebensnotwendig, dann hätten wir alle heute schwarze Haut. Warum ist das so? Vor etwa 150.000, 200.000 Jahren schlüpfte der erste Homo sapiens in Afrika. Und er war neugierig und ist nach Mittel- und Nordeuropa ausgewandert. Völkerwanderung. Und in Mittel- und Nordeuropa scheint die Sonne zum einen wesentlich flacher auf die Erde, zum anderen wesentlich kürzer. Und mit der schwarzen Haut, die Sonne extrem gut vor Sonne schützt, mit dieser Haut konnte man wenig Vitamin D3-Synthese generieren. Und das bedeutet, dass man in Mittel- und Nordeuropa Vitamin D-Mangel bekommen hat. Und so ist der Homo sapiens ausgestorben. Nur durch Mutation und Selektion haben sich verschiedene Hauttypen ausgeprägt. Wir unterscheiden heute zwischen 6 Master-Hauttypen. Dem keltischen Hauttyp, dem Nordeuropäer, dem Mitteleuropäer, dem Südeuropäer, dem Nordafrikaner und eben dem Schwarzafrikaner. Und je dunkler die Haut ist, desto mehr Melanozyten hat der Mensch, desto mehr Melanin kann er produzieren, desto dunkler ist seine Haut und desto besser ist er vor der Sonne geschützt. Aber desto weniger kann er auch die biopositiven Effekte der Sonne ausschöpfen. Also kann man mit schwarzer Haut in Schweden, Finnland oder Norwegen oder auch in Irland, in Island, in Grönland, desto weniger kann man dort das bisschen Sonne für die biopositiven Effekte der Sonne nutzen. Also hat die Natur, gewitzt wie die Natur ist, weil Natur setzt sich immer durch, die Natur hat den Menschen angepasst. Und wir wären nicht hell geworden, wäre Sonne nicht überlebensnotwendig. Das ist bei Ihnen angekommen, das haben Sie verstanden. Aber nicht wenige Wissenschaftler und Ärzte, Fachärzte und vor allen Dingen Fachjournalisten behaupten genau das Gegenteil. Warum tun sie das? Ich unterstelle natürlich aus Unwissenheit. Ich würde niemals sagen, dass es daran läge, dass die Pharmaindustrie daran verdient, dass wir krank sind oder dass es vielleicht einige unredliche Ärzte gibt, die nicht nur dumm sind, sondern auch noch wissentlich den Menschen sagen, sie sollen nicht in die Sonne gehen, weil sie bewusst kranke Patienten züchten möchten. Das würde ich natürlich nie behaupten, auch wenn der Gedanke naheliegend ist. Behaupten möchte ich und kann ich und darf ich, dass Sonne hauttypengerecht und maßvoll eingesetzt nur gesund ist. Das ist belegt, bewiesen und das wissen Sie auch, wenn Sie selber in die Sonne gehen, merken Sie, dass Sie fitter sind, vitaler sind, Ihr Sexdrive hochgeht, Sie besser schlafen, Sie besser morgens aus dem Bett kommen, Sie mehr Appetit haben, Sie insgesamt beweglicher sind. Menschen haben festgestellt, dass der Haarausfall zurückgeht, wenn sie länger in der Sonne sind. Menschen haben festgestellt, dass die Potenz nach oben geht. Insgesamt werden Menstruationsbeschwerden geringer.
man hat eine bessere Verdauung. Es gibt unzählige biopositive Effekte, die wir selber spüren, wenn wir regelmäßig in die Sonne gehen oder zum Beispiel 2 Wochen nach Mallorca fahren in den Sommerurlaub und wiederkommen und nicht nur braun sind, sondern insgesamt sagen, hey, ich habe morgens wieder Lust aufzustehen, ich freue mich wieder auf meine Arbeit, ich habe wieder Tatendrang, Pioniergeist. Das hängt unmittelbar mit den biopositiven Effekten der Sonne zusammen. Vielleicht ja auch ein bisschen damit, dass wir ausgeschlafen haben im Urlaub, dass wir erholter sind, dass wir die Distanz zu den Problemen zu Hause haben, dass wir vielleicht unseren Arbeitsplatz wieder zu schätzen wissen. Aber vor allen Dingen hängt es, ein Gruß, Aloha, vor allen Dingen hängt es mit der Vitamin D3-Synthese zusammen. Und das ist mir wichtig und deswegen mache ich diese Videos von verschiedenen Orten auf der Welt, wo viel Sonne vom Himmel scheint, wo man natürlich wunderbar über die biopositiven Effekte der Sonne sprechen kann. Noch ganz kurz, es gibt Menschen, die sagen, Sonne und Solarium, das ist ganz was anderes. Die gehen dann zum Beispiel bei mir im Sportstudio 6 Stunden am Tag auf die Dachterrasse und liegen in der prallen Sonne. Und wenn ich sage, hey, du bist rot geworden, das ist schlecht, weil hauttypengerecht und maßvoll und ohne Sonnenbrand ist das Einzige, was du beachten musst, wenn du in die Sonne gehst, dann sagen die, das ist doch die Natursonne, das ist doch kein Solarium, das ist was anderes. Auch das ist falsch. Moderne Sonnenbänke werden nach der sogenannten 0,3-Regel der UV-Schutzverordnung produziert. Das sind EU-konforme Geräte. Und die produzieren genauso viel UVA und UVB, wie sie mittags um 12 am Äquator finden, wenn da keine Wolken sind. Das heißt also, wenn sie mittags um 12 am Äquator am Strand liegen, 10 Minuten und keine Wolken da sind und das Meerspiegel glatt ist, da geht es um Reflexionen, die UV verstärken könnten, das Meer ist glatt, keine Wolken da, ist es mittags um 12, 10 Minuten, dann ist das Gleiche. Wie mittags, wie, wir müssen es nochmal drehen, es tut mir leid, ich habe mich sowieso so oft verhaspelt,